Es ist auch ein Mietshaus, ein großes. Und unten wohnt die Familie Wimmer. Und die Frau Wimmer macht einen tollen Schweinsbraten. Es ist Sonntag, ihre Schwester kommt, sie will sich anstrengend den gut machen. Mit echten Kartoffelknödeln gerieben. Jetzt stellt sie aber fest, sie hat vergessen, Kartoffeln zu kaufen. Und es ist Sonntag. Also sagt sie ihr Mann, du gehst jetzt bitte hinauf, Willi nach oben, gehst du zur Frau Meier und holst, fragst, ob wir Kartoffeln kriegen. Und dann sagt er, nein, ich gehe nicht zu dir, nein, ich mag dich nicht, die blöde Kuh, die alte Falterte mit ihrer Warzen, und da haben wir gestritten, ich gehe nicht. Sagt, doch, du gehst jetzt hinauf. Ja, was soll ich sagen? Ja, du sagst dir einfach, grüß Gott, Frau Meier, entschuldigen Sie die Störung, meine Frau hat vergessen, Kartoffeln zu kaufen, könnten Sie uns bitte 2 Pfund leihen, am Montag kriegen Sie es wieder. Gut, tigert er los, geht so missmutig in den ersten Stock nach, weil er überhaupt keine Lust drauf hat, murmelt es vor sich hin. Grüß Gott, Frau Meier, entschuldigen Sie die Störung. Meine Frau hat vergessen Kartoffeln. Er sagt, nein, das sage ich nicht. Ich sage nicht, meine Frau hat vergessen Kartoffeln zum Kaufen. Das brauche ich nicht sagen. Ich sage einfach, leihen Sie uns 2 Pfund Kartoffeln, am Montag kriegen Sie es wieder. Geht weiter. Im zweiten Stock wäre er noch gestingerter, dass er das überhaupt gemacht hat. Ja. Er hätte doch selber gehen können, die Frau. Murmelt es wieder für ihn, grüß Gott, Frau Meier, entschuldigen Sie die Störung. Das sage ich auch nicht, ich sage nicht entschuldigen Sie die Störung. Ich bin halt da, ich sage einfach, grüß Gott, Frau Meier, könnten Sie 2 Pfund Kartoffeln rein, am Sonntag, am Montag kriegen Sie es wieder. Geht weiter, jetzt kommt er langsam im dritten Stock, ja, jetzt stellt er sich schon vor, wie der aufmacht, und der hat sie so dick, er sagt wieder, grüß Gott, Frau Meier, das sage ich auch nicht, die weiß doch selber, wie es heißt. Ja. Sag ich, grüß Gott, sage ich auch nicht. Ja, ich sage einfach, könnten Sie uns bitte, nein, bitte, sage ich auch nicht, ich sage, dass Sie es am Montag wieder kriegt, sage ich nicht, das sieht es dann auch schon, wenn sie es wieder kriegt. Ich sag die Kernaussage, ich sag 2 Pfund Kartoffeln, aus. Ja, geht er hin, klingelt, ja, atmet noch tief durch und dann macht die auf und sagt, bitte! Und wo er das Gesicht sieht mit der Warze und die Falten, dann sagt er, weißt du was? Ich scheiße auf deine Kartoffeln.